Hallo zusammen, wir sind gerade in London und wollen uns heute die Stadt anschauen. So, wir werfen jetzt erstmal einen Blick in den Stadtplan. Wir sind jetzt hier und wir möchten ja zum Harrods, dann fahren wir doch am besten erstmal ein Stück mit der U-Bahn, oder? Ja, U-Bahn fahren! Da vorne ist eine U-Bahn-Station. Wir müssen diese Bahn hier nehmen. Die sollte in wenigen Minuten kommen. Mama, wackelt das hier immer so? Ja, das ist normal. Dort, wo wir jetzt hinfahren, da gibt es ein großes, traditionsreiches Kaufhaus. Und wir hoffen mal, dass da jetzt noch nicht ganz so viel los ist, sodass wir alles schön in Ruhe anschauen können. Ist es das da drüben? Ja, genau. Da werfen wir jetzt gleich mal einen Blick hinein. Der Linksverkehr in England ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ihr müsst gut aufpassen, wenn ihr eine Straße überqueren wollt. Was steht denn da immer auf der Straße? Da steht Look Right, also schau nach rechts. Man muss nämlich nicht wie bei uns zuerst nach links und dann nach rechts schauen, sondern genau umgekehrt, weil die Autos hier ja von rechts kommen. Aha. Was kann man denn da kaufen? Da gibt es sehr vieles. Von Essen über Kleidung und Kosmetik bis zu Möbeln. Aber alles nur vom Besten. Vieles dort ist sehr teuer. Wow, das ist wirklich schick hier. Da drüben kann man sich einkleiden, wie die Queen. Wer ist die Queen? Das ist die englische Königin. Sie heißt Queen Elizabeth II. Ah, ist das eine richtige Königin? Ja. Hey, ist das nicht Frau Hinterwäldler, die da bei den Königinnen-Sachen steht? Ah, tatsächlich. Nach so einem Hut suche ich schon ewig. Nirgends hatte ich so einen gefunden. Den nehme ich jetzt mit. Und das Kleid dazu. Das ist aber teuer. Unglaublich teuer. This dress is very special. Gibt es nur zweimal. Ja, deshalb ist das so teuer. Überleg's dir doch nochmal. Wäre das nicht schick? Ich möchte es kaufen. Das kann ich doch in den nächsten 20 Jahren immer mal wieder anziehen. Und ich möchte es auch gleich anbehalten. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jetzt sind wir in der Lebensmittelabteilung. Hier gibt es lauter Delikatessen. Sollen wir hier vielleicht irgendetwas Kleines als Andenken kaufen? Ja, lass uns mal schauen, was es so gibt. Hier gibt es ganz viele Teespezialitäten. Sollen wir vielleicht hier etwas kaufen? Ja, nehmen wir doch diesen Tee. Ich gehe mal zur Kasse. Das war interessant hier. Was schauen wir uns danach noch an? Wir gehen jetzt ein Stück durch den Hyde Park. Das ist ein großer Stadtpark. Und dann weiter zum Buckingham Palace. So, der Tee ist bezahlt. Jetzt können wir weiter. Sitzen ja Papageien im Baum. Schaut mal. Oh, sind die schön. Oh nein, mir sitzt einer auf dem Kopf. Sind die ausgebrochen? Die sind ja richtig zutraulich. Die scheinen hier wirklich zu leben. Kein Wunder, die werden hier ja auch gut gefüttert. Kommt, wir gehen weiter. Das ist jetzt der Buckingham Palace. Wow, das ist ja ein riesiger Palast. Ja, hier steht, er hat anscheinend 775 Zimmer. Wow! Wohnt hier die Königin? Ja, genau. Und die Männer, die da stehen, die gehören zur königlichen Leibgarde. Die stehen da so still, dürfen die sich nicht bewegen? Ja, ich glaube, die sollten schon stillstehen. Können wir mit dem Mann mal ein Foto machen? Ja, gute Idee. Ist da nicht schon wieder Frau Hinterwäldler? Gustav? Ich stelle mich jetzt mal zu einem hin und du machst ein Foto. Ist gut, Gertrud, mache ich. Und jetzt schön lächeln. Ui, jetzt kommt eine ziemlich große Gruppe Touristen. Oh, oh, oh. The Queen! The Queen! The Queen! The Queen! The Queen! The Queen! Mensch, was ist denn jetzt los?
Warum fotografieren mich denn jetzt alle? Wir gehen am besten weiter. Was laufen die mir denn alle hinterher? Und Sie jetzt auch noch? Was soll denn das? Oh. Lassen Sie das! Oh je, da ist doch die Queen. Was für eine schöne Kutsche. Die Verkäuferin sagte doch, mein Kleid und mein Hut wären etwas Besonderes. Und jetzt laufen wir hier nur ein paar Meter und schon hat jemand anderes genau das Gleiche an. Wow, ist sie es wirklich? Oder noch so jemand, der sich auch dieses Kleid gekauft hat? Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben und abonniert auch unseren Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.